Gleich rollt hier der Ball, gleich geht's hier endlich los, gleich steigt dieses mit Spannung erwartete Duell, das die gesamte Fußballwelt seit Tagen in Atem hält. Wir sind für Sie live dabei, also bleiben Sie unbedingt dran. Wer kann heute auftrumpfen? Jetzt erleben wir es, bleiben Sie dran. Willkommen im Parc des Princes, liebe Fußballfans. Ich möchte Sie herzlich zu diesem Spiel heute begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam für dieses Spiel. Und auf dem Programm steht heute das Rückspiel des Halbfinals. Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund. Die Gäste haben nach dem Hinspiel so ein klein wenig die Nase vorn, Wolf. Von daher ist mal klar. Das könnte die Gelegenheit geben. Zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Achraf Hakimi spielt mit Nuno Mendes in der Abwehr. Marco Asensio steht zusammen mit Ousmane Dembélé auf dem Flügel. Und im Sturm spielt Kylian Mbappé. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Für das Foul zeigt er die gelbe Karte. Und so früh vorbelastet zu sein, ist natürlich ganz schlecht für den Spieler. Ballverlust Dortmund. Sicherer Ball. Zurück da jetzt. Jadon Sancho. Füllkrug. Früh bringt er sie hier in Führung. Da ist das Tor. Die Szene nochmal. Ist ja immer die Frage, Schlenzer oder draufhalten. Entscheidet sich fürs Draufhalten und drin ist er. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Riesenchance Mbappé. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. So kennen wir ihn. Erst die Glanzparade und jetzt hat er den Ball. Und Sie wissen natürlich, was Sie an ihm haben. Er verhindert das Tor, ist eine klasse Szene. Also, das war fast schon sicher ein Tor. Und das ist ein Freistoß für den BVB. Vorne der Ballgewinn. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Der Ball wieder bei Dortmund. Freistoß für Dortmund. Sie versuchen es aus der Entfernung, aber wir sehen es ja, da kommt kaum Torgefahr auf. Ist natürlich auch nicht leicht, so einen Ball dann perfekt zu treffen. Verliert er den Ball, unnötig eigentlich. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Mbappé. Jetzt, wenn das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird es eng. Daniel Malet. Da ist Mbappé. Der BVB jetzt am Ball. Emre Can. Gehalten, aber sonderlich schwierig war das am Ende. Ja, dann auch nicht. Paris Saint-Germain, das ist auch einer dieser Namen, die für absoluten Weltklasse-Fußball stehen. Und für Topstars. Beckham, Ronaldinho, Ibrahimovic, alle haben hier schon gespielt. Und die Anziehungskraft des Clubs ist nach wie vor enorm.
Füllkrug. Machen Sie gut. Steilpass. Steil gespielt. Ist es das? Ein unfassbares Tor. Da sehen wir es nochmal. Das ist zu nachlässig von der Abwehr. Zwei Leute gehen auf den Torhüter zu. Ja, der ist chancenlos. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Asensio. Die Flanke für Mbappé. Brillant gemacht. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Sie geben Mbappé viel Raum auf Außen. Klasse Tackling. Sie können kontern. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Jadon Sancho. Sie haben die Chance. Er holt sich den Ball und das war wichtig. Ja, wäre Tor Nummer 2 gewesen in dieser Partie. Doppelpack verhindert. Gute Aktion. Die Ecke kommt rein. Er ist da und kann den Ball hier klären. Starke Szene. Es gibt Freistoß für PSG. Pass bleibt hängen. Hakimi. Die Gelegenheit. Da passt der Torhüter auf. Ball kommt lang. Wichtig, dass er da klärt. Verhindert da, dass es gefährlich wird. Er verhindert die Flanke. Damit ist der erste Durchgang hier im Parc des Princes beendet. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Jetzt gibt's Einwurf. Gehalten. Super Szene von Donnarumma. Gut abgeblockt. Auch hier steht der Gold richtig. Er kann den Schuss blocken. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Sancho mit Platz auf dem Flügel. Wichtiger Befreiungsschlag. Da können sie kontern. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Sie haben immer noch den Ball. Wunderbarer Treffer, immer ein Leckerbissen, so ein Lupfer und dann auch noch aus dieser kurzen Entfernung. Nochmal das Tor in der Wiederholung, sie zieht den Konter perfekt auf und dann macht er das super. Überwindet den Keeper aus nächster Nähe, behält die Nerven per Lupfer. Alles wieder offen hier. 2-2. Can. Ballverlust Dortmund.
Und das ist ein Freistoß für den BVB. Füllkrug. Den Ball hat er gut geholt. Marco Asensio. Am Ball Mbappé. Dembélé. Und die Balleroberung, wichtig. Die Fans werden laut, sie fordern jetzt schon einen Schuss. Das wäre die Chance für den Konter. Da zieht er ab. Wieder lässt er sich nicht aufhalten. Wieder das Tor. Heute schon sein zweites. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Ja, Zuversicht sieht anders aus. Seine Miene passt zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis, ja, gar nichts. Paris Saint-Germain jetzt wieder am Ball. Da ist die Chance. Er trifft und damit steht heute für ihn ein Doppelpack zu Buche. Schauen wir uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann kommt der Ball perfekt zu Kylian Mbappé. Der fackelt nicht lange, zieht ab. Das ist ein wunderbarer Schuss. Sie treffen zum 3:3 und gestalten alles wieder offen. Super Tackling. Ball ist bei Julian Brandt. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. PSG verliert den Ball. Erstmal zurückgespielt. Marco Asensio. Jetzt die Flanke auf Mbappé. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Gleich wird hier ausgewechselt. Ecke kommt rein. Befreiungsschlag. Kylian Mbappé-Lotin. Ganz sicher, kommt raus, weg ist der Ball. Die Gefahr auch. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Der Spielstand, das erlebt man auch nicht alle Tage. Und jetzt der BVB. Er bekommt Hilfe. Jadon Sancho. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Geht vorbei. Oh, ganz alleine. Da machen sie das Tor.
Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann trifft er die Kugel super aus der Halbdistanz mit ganz viel Gefühl. Da ist Effet drin und der Ball dreht sich in den Kasten. Ashraf Hakimi, Ball für Asensio. Daraus wird leider nichts. Mbappé, abgepfiffen, abseits. Emre Can, Füllkrug. Den Ball holt er, gut verteidigt. Mbappé spielt da schön rein jetzt. Jetzt ist Platz für den Konter. Sie haben Platz. Flanke kommt nicht durch. Elfmeter für Borussia Dortmund. Da ist er drin, der Elfer. So, Blick auf die Wiederholung. So verwandelt man einen Elfmeter souverän. Mit ganz viel Coolness, ganz gelassen. Ja, Zuversicht sieht anders aus. Jubel beim BVB, das ist der Schlusspfiff und das ist der Einzug ins Finale. Echte Zweifel an diesem Finaleinzug kamen eigentlich nie auf. Eine Riesenleistung über beide Spiele gesehen. Vom Trainer perfekt eingestellt, die Leistungsträger in Topform und vor allem mental mit einer ungeheuren Stärke, mit diesem Siegeswillen. Dagegen kannst du nur schwer ankommen und das haben wir auch in diesem Duell wieder gemerkt.